So, als nächstes öffnen wir jetzt einmal ein Demo-Account bei einem Broker. Ich habe hier schon die Plattform geöffnet, also in diesem Fall PriorFX. Also Sie bekommen einen Link, dann klicken Sie eben auf diesen Link und dann kommen Sie auf diese Oberfläche. Hier haben wir dann schon Demo-Account, oh, Live-Account. Hier kann man dann auch die Sprache einstellen. Derzeit noch nicht in Deutsch, aber das wird in Kürze soweit sein. Aber es ist auch kein Problem, das in Englisch zu machen. Ich gehe hier eben auf Demo-Account, klicke drauf mit der linken Maustaste und geht dann hier Click to Start. So, gebe hier dann meine Daten ein. Ich mache das hier für einen Partner. Vorname. Ralf Kohler. E-Mail gmail.com. Initial Deposit nehmen wir 100.000. Leverage nehmen wir 1 zu 200. Das kann man auch in weiterer Folge später dann einmal ändern. Dann hier dann Telefonnummer, hier scrollen, welches Land wegen der Vorwahl. Dann in diesem Fall auch UK. Country auch UK oder eben Deutschland oder Schweiz oder wo auch immer oder Spanien. Okay, dann hier diesen Button verschieben und dann hier unlocked. Now you can submit. Okay, gehe hier auf Submit und habe hier jetzt meine Zugangsdaten für mein Account hier. MetaTrader 4 Account, die Kontonummer, dann das Passwort und den Servername, was eben dann bei MetaTrader 4 gefragt wird. So, dann dauert es eine Zeit und man wird dann weitergeleitet auf den MetaTrader 4. So, und als nächstes gehe ich jetzt hier dann auf Desktop. Ich will das ja auf meinen Computer installieren und Datei speichern. So, dann muss ich diese Datei auf meine Festplatte installieren. Gehe hier auf Next. Ich akzeptiere die Konditionen. So, dann Next. Okay. Dann werde ich auf diese Seite weitergeleitet, MQL5. Dann werde ich automatisch weitergeleitet auf den MetaTrader 4. Das dauert jetzt eine Zeit. So, wenn ich mich dann auf dieser Plattform befinde, dann ist der MetaTrader 4 quasi auf meinem PC installiert. Ich muss das hier dann noch bestätigen und auf OK drücken. Und das war's dann im Prinzip. Okay, ich habe hier eine Summe von 10.000 Dollar und ich kann eigentlich mit dem Trading dann starten. Und die Einstellungen jetzt dann in den nächsten Videos.